Lass uns zusammen einen Rundgang durch meinen wolligen Onlineshop machen, nämlich wollshop-karlem.de. Hier findest du Wolle. Keine Anleitung, keine Strickset, sondern rein Wolle in verschiedenen Kategorien, die du hier halt oben siehst. Und auf der Startseite, da wird dir erstmal angeboten, dass du dich hier anmelden kannst und ein Kundenkonto anlegen kannst. Das würde ich dir auf jeden Fall auch empfehlen, weil so kannst du dann auch deine Bestellhistorie einsehen und vieles ist dann einfach einfacher. Du kannst dann zum Beispiel auch eine Bewertung schreiben. Also wenn du sagst, hey ho, mir gefällt ein Produkt total cool, dann freue ich mich immer total, wenn du mir hier eine Bewertung schreibst. Und das geht halt nur, wenn du dich in deinem Kundenkonto angemeldet hast. Hier findest du nochmal meine ganzen Angebote, die es so gibt. Hier sind die Top-Artikel und ganz spannend ist natürlich auch, dass hier unten die Bestseller, also was haben andere Kunden fleißig gekauft. Also da kann man hier unten immer mal so gucken, was ja spannend ist gerade. Und hier findest du auch nochmal die ganzen Produkte und hier oben. Und dann lass uns doch einfach mal jetzt ein Beispiel machen. Also wenn du jetzt Sockenwolle suchst, dann kannst du natürlich einfach auf Sockenwolle klicken und dann wird dir hier angezeigt, ich habe vierfach, sechsfach und achtfach. Das hast du hier oben ja auch schon gesehen. Und vielleicht suchst du quasi ganz normale vierfach Sockenwolle. Dann gehst du da einfach drauf und dann hast du hier alle Sockenwolle, die ich habe, die vierfach ist. Und du siehst schon, auch von gleichen Serien, sag ich mal, von gleichen Sortimenten, ist jede Wolle, jede Farbe einzeln. Und das habe ich gemacht, damit du das hier einfach richtig gut filtern kannst. Weil es kann ja sein, dass du irgendeine bestimmte Farbe suchst von Wolle, da soll jetzt ein Gelb drin sein. Und dann wird dir alle Wolle angezeigt, jetzt in vierfach Sockenwolle, weil das hast du ja schon ausgesucht, wo halt irgendwie ein bisschen Gelb drin ist. Und dann kannst du nämlich dann gucken, okay, welches passt denn hier ganz gut zu mir, was ich da so suche. Du kannst halt nicht nur nach der Farbe suchen, du könntest dann halt auch, wenn du weißt, wie das Sortiment heißt, du sagst, okay, ich suche was Opal 25 Jahre, was hat Sabrina denn da Schönes, dann kannst du hier dir alle Farben angucken, die ich halt noch habe. Also das geht halt immer, wenn du das Sortiment kennst. Also das geht halt auch mit allen möglichen, zum Beispiel hier die neue, die glitzernde. Ja, also wenn du weißt genau, was du suchst, kannst du das hier drüber machen. Du kannst dann natürlich aber auch sagen, wenn du genau weißt, welche Wolle du suchst, dann gehst du hier auf Suchen und sagst zum Beispiel Paint Socks. Paint Sock. Dann machst Enter und dann werden dir alle Farben der Paint Sock angezeigt, die ich halt noch habe. So kannst du natürlich auch suchen. Aber einfach ist es natürlich, ja, besonders wenn du nicht so genau weißt, was du vielleicht suchst, einfach mal hier durchzustöbern und dann kannst du das hier immer ganz gut eingrenzen. Hier findest du alle sechsfach Sockenwolle, die ich habe. Und man könnte jetzt auch nochmal nach Lauflänge sortieren. Das ist natürlich, jetzt hast du das schon gemacht, weil wir ja auf sechsfach Sockenwolle gegangen sind. Das wird dann halt spannender, wenn du halt, ich weiß gar nicht, wo ist denn hier spannende unterschiedliche Wolle? Hier könnte man halt dann nach der Lauflänge halt auch suchen. Du könntest halt nach der Nadelstärke suchen. Genau. Oder halt auch nach der Farbe, wenn du sagst, ich möchte jetzt nur Pink mir anzeigen lassen. Genau. So funktioniert der Online-Shop. Und ich wünsche dir auf jeden Fall viel Freude hier beim Durchstöbern. Und wie gesagt, du brauchst hier keine Strickset suchen, du brauchst keine Anleitung suchen. Hier findest du reine Wolle. Das Einzige, was ich hier noch habe, sind Anleitungshefte. Wenn ich sage, du findest hier keine Anleitung, dann meine ich, dass du findest keine Anleitung von mir zu dem Textilgarn zum Beispiel, sondern das hier sind Anleitungshefte, die passen zur Wolle, zu dem Garn sind, die ich halt auch hier im Shop habe. So welche Anleitungshefte findest du hier natürlich, aber wenn du Anleitungen, Häkelanleitungen zum Beispiel für Karlems Textilgarn suchst, dann wirst du nicht hier fündig, sondern auf wolligeanleitungen.de. So, ich hoffe, ich habe dir jetzt einen kurzen, guten Rundgang gegeben, dass du dich hier ganz, ganz schnell zurechtfinden kannst und ich wünsche dir einfach viel Freude beim Handarbeiten und beim Wolle- und Garnshoppen.